heute nicht aus dem Sauerland. Heute aus einer ganz besonderen Ecke. Aber das werdet ihr schon im Laufe der Zeit merken, wo ich bin. Also das Bier heißt hier Mohrenknöpfle. Und hieraus werde ich heute mit einer Person, die ihr alle kennt, aber nie zu Gesicht kommt, einen leckeren Dutch Ofen machen. Was mache ich mit dem Dutch Ofen? Schichtfleisch. Ganz einfach, der absolute Klassiker. Ordentlich Schweinenacken und ein bisschen Speck. Und dazu einen knackigen Salat und ein schönes eiskaltes Bierchen und den einen oder anderen Whisky. Und ich habe sie gefunden, die Rocinante oder Rocinante Quelle. Ich weiß, wo die meisten Dosen Deutschlands sind. Man muss ja bei diesem Tabak heutzutage äußerst vorsichtig sein. Man kann sich ja da ganz böse in die Nesseln setzen, wie ich festgestellt habe. Also da gibt es ja so zwei. Der eine die Meinung, der andere die Meinung. Und naja, ihr wisst ja was, wenn zwei Alpha-Tiere aufeinandertreffen, es gibt eine Explosion. Aber ich sag mal, ich will auch eine Explosion hervorrufen und würde mich freuen, wenn ich euch damit zum Lachen bringe. Also wartet mal ab, wie es weitergeht. Ich sag mal, bis gleich. So, wir legen den Boden vom Dutch Ofen ganz einfach mit ein bisschen Bacon aus. Und dann widmen wir uns der Zwiebel, die wir in grobe Scheiben schneiden. Und dann schichten wir das. Und das zeige ich euch jetzt als nächstes. So, seht ihr, jetzt füllt sich das langsam. Das Ganze wird dann immer so gefüllt mit Paprika, Speck, Zwiebeln. Und obendrauf mache ich dann eine Abdeckung aus Kartoffelchen. Ja, ein bisschen Barbecue-Soße noch dabei. Dann wird das ganz, ganz köstlich. Ihr glaubt nicht, ich habe es euch gesagt, ich wusste es. Ich weiß, wo der ganze Tabak von HU gelandet ist. Ich habe den Mann getroffen und wartet mir ab. Wir gehen den jetzt mal jagen und wir finden ihn. Er befindet sich irgendwo an der Schweizer Grenze auf einem Campingplatz. Und den zeige ich euch jetzt. Ja, wen haben wir denn da? Da ist also das Ganze. Ja, was hat er denn da? Hi, Olli. Hi. Ja, grüß dich. Sag mal. Über den Reimport habe ich da ein paar gute Teile erhalten. Es ging über die Ukraine, Moldawien, Rumänien. Mordsarbeitsaufwand, bis ich die Bestellung durch hatte. Locker eine E-Mail. Guck mal, was ich da mitgebracht habe. Was ist denn da drin? Ja, meine Güte. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's. 168 Dosen. Oh, du hast ja sogar eine 100 Gramm Dose. Ja, die Spezialanfertigung. Oh, das gibt's doch nicht. Doch. Aber nur speziell für die Schweiz haben sie es gemacht. Das kann doch nicht. Ich hab's euch gesagt. Brauchst du mehr? Ich hätte noch. Ja. Ja, kriegst du. Er hat für mich auch noch diese angefertigt, weil ich sagte, auch die kleinen lockeren habe ich auch gern. Die gehen ja so super rein in die Tasche. Da habe ich mir gedacht, komm, die nehmen wir auch mit. Also ich hätte noch 100 weitere Dosen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Ja, sag mal, ist das denn zollkonform gewesen? Ja, sicher, über den Schmuggelweg 2. Ah! Ja, klar. Oh. Ja, Mensch, da sage ich dir mal ganz, ganz viel Dankeschön. Gerne, Uli. Super. Was kostet der Scheiß? Der Scheiß ist für dich gratis. Oh! Aber die Dose kostet später 220 Euro. Ich mache da einen super Preis dafür, die YouTube-Riege. Sollte eigentlich einwandfrei dann vermarktet werden. So, jetzt haben wir hier 2,5 Stunden verbracht und jetzt öffnen wir das mal, das gute Stück. Ah, seht ihr, das sieht doch fein aus, oder? Ja, das werden wir jetzt gleich mal schön verteilen.
Lecker hat er gekocht, unser Olli. Wir haben es überlebt. Aber war sehr super. Zigeunerküche. Super geschmeckt. Danke, Olli. Da ist er. Ja. Unser Rozinante. Er heißt jetzt Rozinante. Ja. Und soll ich euch was zeigen? Es gibt jetzt noch ein Dessert von der Frau von Renato. Und das ist ganz köstlich. Ich meine, Schichtfleisch und dann solche kleinen Leckereien. Ihr wisst ja, ich mag diese kleinen Leckereien. So wie Aromaten. Ja, so, so, bisschen, ne? So ein bisschen süß. Und so. Und die sind ganz leicht. Ich zeig's euch. Der Rocinante, der schmeckt ja so super. Der Rocinante ist super, aber so eine Eclair, das werde ich. Bitte? Afrika? Gar nicht schwer. Total leicht. Oh. Da war er wieder. Habt ihr gesehen? Rocinante. Es ist so herrlich. Rocky. Werde nur hier. Oh, köstlich. Wunderbar. Tschüss. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Renato, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was wir rauchen sollen. Also, Rocinante habe ich jetzt gesehen. Ich muss ja wieder mal was Normales reinhauen. Ah, okay. Aber ich würde... Sponsor hier. Aber ist... Ne, die Kappen gibt es nicht bei HU. Nee, nee. Das kann ich euch sagen. Das war ein lustiger Abend gestern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bisschen Satire dabei. Es war sehr lecker. Vielen Dank auch an Renato und die ganze Familie. Und bei mir geht es jetzt weiter auf der Tour und mal gucken, wen ich dann noch so treffe. Bis bald, euer Olli. Ciao.